Hey Leute, wenn ihr jetzt hier diese Review seht, dann bin ich wahrscheinlich gerade auf dem Weg in den Urlaub. Deswegen kommt auch keine Hero News für alle die, die sich eventuell drauf gefreut haben. Es tut mir wirklich leid, aber Hero News müssen irgendwo aktuell sein und ich bin 2 Wochen im Urlaub. Das macht sich da ganz ungünstig. Ich habe mir dann aber gedacht, da sich viele von euch beschwert haben, dass die Reviews ja immer in letzter Zeit sehr, sehr kurz gekommen sind, gönne ich euch diese Review einfach mal. Und ja, die Figur gefällt mir auch immens, aber das werdet ihr jetzt gleich auch in der Review sehen. Ja, die letzte Review ist ein bisschen lange her, aber hey Leute, dafür bekommt ihr jetzt auch was Schönes. Und zwar den Armor Ultra Mode Red Ranger von Power Rangers Megaforce, den es noch nicht hier zu kaufen gibt, aber wer weiß, vielleicht wird man den auch hier rausbringen. Was der Figur hoch anzurechnen ist, sind die Details im Helm. Hier hat man sich wirklich Mühe gegeben und hat beispielsweise das Emblem vorne auf dem Helm wirklich plastisch dargestellt und nicht einfach drauf gedruckt wie auf den kleinen Figuren, die ihr hier kaufen könnt. Was die Figur aber ganz besonders auszeichnet, ist die Bewegungsfreiheit, die sie hat. Das bedeutet, ihr habt hier tatsächlich ein Hüftgelenk, wie ähnlich bei den Figuarts. Und natürlich noch ein Hüft- und ein Oberkörpergelenk, das heißt, ihr könnt hier wirklich richtig viel machen. Die Arme sind beweglich. Das hat deutlich mehr Artikulationspunkte als die kleinen Minifiguren. Und das Schöne ist, an den Händen selber, ich zeige euch das mal, habt ihr ein Kugelgelenk drin. Das heißt, ihr könnt die Hände ganz locker bewegen, wie ihr es gerne wollt. Daneben habt ihr natürlich dann auch noch die Beine. Die Beine haben hier ein kleines Gelenk. Das macht nicht viel. Bei Posen hilft es allerdings ein bisschen. Was ich hier vermisse, sind eindeutig Kugelgelenke. Wenn ihr wirklich die Beine zu weit auseinanderspreizt, steht das auf den Innenseiten. Das sieht echt unschön aus. Ansonsten habt ihr hier die üblichen Artikulationspunkte, die gar nicht so schlimm aussehen. Der Kopf selber hat leider kein Kugelgelenk, aber es tut dem Ganzen keinen großen Abbruch. Genau. Was ihr dazu bekommt, ihr habt hier an der Seite noch den Gusei Morpher. Den könnt ihr abnehmen. Der ist auch deutlich größer als der von den kleinen Figuren. Und den Blaster. Was hier schön ist, ist, dass ihr hier wirklich den Sword Armheader hat. Das ist ein Drachensword, das ist schon mal ganz positiv. Ansonsten, ja, hier fehlt halt ein bisschen Farbe. Aber das zeichnet die Figur alles noch nicht aus, denn ihr habt noch ein bisschen Zusatz-Stuff. Neben der Ultra-Rüstung selber möchte ich erstmal zu richtig genialen Sachen kommen. Und zwar bietet diese Figur auswechselbare Hände. Und zwar 2 offene. Wobei die rechte Hand könnt ihr befüllen. Ihr habt hier so ein kleines Loch drin und da könnt ihr beispielsweise den Gusei Morpher reinstecken. Das finde ich richtig cool. Wirklich ganz großer Pluspunkt an Bandai. Die Hände, wie ihr sie auswechselt, ist relativ easy. Ich nehme jetzt mal gleich hier mal die linke. Ihr zieht einfach dran und hier ist so ein kleines Kugelgelenk. An sich ist es ganz easy, aber am Anfang ist es vielleicht ein bisschen hart. Wenn man irgendwie Angst hat, was kaputt zu machen, aber die Figur hält echt viel aus, ist mir schon 2-3 Mal runtergefallen. Und dann könnt ihr hier den Gusei Morpher dranhalten. Das sieht schon mal echt klasse aus. Was bekommt ihr noch dazu? In diesem Modus bekommt ihr natürlich auch das Dragon Sword, wenn ihr dazu Wasser hat. Und das ist auch schön bemalt. Okay, am Dragon Sword konnte man jetzt nicht gerade viel bemalen, aber ich finde es mal schön, dass die Klinge selber bemalt ist, wie ihr hier sehen könnt. Und die könnt ihr eben einfach in die Hand reindrücken. Und dann könnt ihr auch richtig cool posen mit dem Schwert. Also ich finde, das macht schon mal einen übelst coolen Style aus. Großen Respekt. Was ich vorhin auch bei den Artikulationspunkten vergessen hatte, ihr habt ja auch noch am Bein hier noch die Möglichkeit, die Arme und die Beine zu bewegen sozusagen. Aber die Figur macht natürlich auch selber was her, weil ihr könnt natürlich diese Figur auch in den Ultra Mode switchen. Das ist das Power-Up, was beziehungsweise ist das erste Power-Up, was die Megaforce Rangers bekommen. Ihr habt einmal selber die Torso-Rüstung. Dann habt ihr einmal das Wild Sword. Den Rosacea-Fans ist es bestimmt als Ten Sword bekannt. Dann natürlich die beiden Schulterpartien, die ihr
gehabt. Unterarmschütze und die Verzierung für die Füße. So, dann würde ich sagen, ich verwandle euch mal den guten Troy in seinen Ultra Mode. So, und dann habt ihr hier den Ultra Mode. Ich finde ihn richtig cool. Kommt immer drauf an, ob man auf so viel Gold steht und ob der Header vorne auf der Brust ein für was ist. Mir persönlich gefällt der Modus. Was ihr natürlich habt, ihr könnt noch das Schwert, je nachdem wie es euch gefällt, ihm in die Hand geben. Da habt ihr verschiedene Varianten. Entweder ihr benutzt es als Stab in der Richtung. Oder, wie schon gesagt, als Schwert, das was es eigentlich auch ist. So. Genau. Artikulationspunkte sind echt klasse. Ihr habt echt ordentlich viele Extras mit dabei. Ihr bekommt natürlich auch noch eine Karte mit dazu. Und zwar ist das die hier. Megaforce Red. Ja, ich würde euch gerne zeigen, was sie kann. Kann ich leider noch nicht, aber das wird bestimmt bald kommen. Insgesamt stören die Muskeln etwas, weil die einfach schlicht und einfach nicht seriengetreu sind. Wer drauf steht, mein Ding ist es nicht, allerdings fallen die Muskeln in der Ultra-Rüstung überhaupt nicht großartig auf, das muss man mit dazu sagen. So, ich hoffe, euch hat die Review gefallen. Wenn ja, schreibt es mir unten in die Kommentare, ich freue mich wirklich über jeden Kommentar. Wenn ihr noch andere Fans kennt, verbreitet das immer weiter. Und ja, im Prinzip sind wir dann auch fertig und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis nächste Woche, ciao, ciao. Thank you.